Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um Seite 39, um Kupplungen. Also Kältemittel, Leitung, Verschraubungen bzw. Schnellkupplungen. Wenn wir zum Beispiel solch einen Schrank haben, haben wir hier das Kühlaggregat. Das ist lose, also mit fester Verbindungsleitung 1,5 Meter, da kann ich das Aggregat neben hinstellen. Will ich aber mit dem Aggregat weit wegfahren, brauche ich eine Leitung und irgendwo muss ich dann durch die Wand durch. Und da gibt es verschiedene Kältemittel, Verschraubungen und Kupplungen. Das ist so der Überblick, da gehen wir durch. Wir verbauen diese Kupplungen jetzt seit Jahren. Früher war es diese Kupplung hier. Die ist aber nicht tauglich für die aktuellen Kältemittel. Das war noch zu R12-Zeiten, ist ein Muster da. Teilweise haben wir diese Kupplungen, die sind alle, kann man die zusammenschrauben. Die Dichten, die sind vorgefüllt. Das hier ist vom Frigonautica eine Kupplung, die sie selber herstellen. Funktioniert, ist einwandfrei. Das hier ist auch eine Aeroquick-Kupplung, also gleichen Hersteller, den wir verwenden. Wird hier hinten verschraubt. Was ich hier nicht an Kupplung habe, ist die Kupplung, die Dometic verwendet. Das ist die sogenannte On-Way-Kupplung, also einmal einstechen, das ist eine Metallmembrane und da wird mit der Nadel eingestochen. Wenn man die auseinander nimmt, ist sie Schrott. Also heißt, es ist eigentlich schon Schrott, wenn man zusammengeschraubt hat. Also diese Kupplungen sind in der Schweiz verboten, gemäß ChemRef-Verordnung, weil wenn man die trennt, geht das Kältemittel raus. Bei diesen Kupplungen hier, ich sag mal, wenn man sie sauber zusammengeschraubt hat, bleibt das Kältemittel drin. Wichtig ist einfach mit Gabelschlüssel zu arbeiten, nicht mit Rohrzangen und dann die Kupplungen zerdrücken. Also ihr könnt hier mit einer Rohrzange nehmen und drücken. Dann wird die Schrott sein, die wird auch nie dicht sein. Also wir hatten mal einen Kunden, der hat dreimal die Kupplung vermuxt. Die waren wirklich oval. Ja, er hatte nichts anderes wie ein Rohrzange. Was es dann auch noch gibt, sind solche Kupplungen hier. Das ist eine Druckluftkupplung. Serto ist ein namhafter Hersteller, es gibt auch noch andere, die machen auch Druckluftkupplungen oder Hydraulikkupplungen. Bei der Druckluftkupplung, wenn da ein bisschen was rausgeht, ist eigentlich egal. Weil da kommt Druckluft nach, das ist kein Problem. Bei diesen Kühlschränken hier, wir haben hier 25 Gramm Kältemittel drin, neu. Wenn da 10 Gramm fehlen, ist fast die Hälfte draußen und dann geht der Kühlschrank nicht mehr. Dann muss man wieder auffüllen und dann ist dann nicht Sinn und Zweck der Übung. Also ich sehe es immer wieder, da werden solche Druckluftkupplungen verwendet und die sind einfach nicht dicht. Also man hört nichts, das ist so, wenn man hier Seifenwasser drum macht, dann sieht man, dass mal irgendwann eine Blase kommt, aber so ein Kühlschrank sollte ja dann, ich sag mal, 10 Jahre verbaut sein. Was es auch noch gibt, sind Kältemittelverschraubungen. Das heißt, da wird das Kupferrohr gebördelt, aufgedrückt und dann verschraubt, konisch. Die sind dicht. Im Klimasektor haben wir dann solche Ventile an der Wand. Und da kommt auch solch eine Schraubung drauf. Da muss man das System aber zuerst vakuumieren. Also die Luft, die in der Leitung ist, muss rausgesaugt werden vor Ort. Und dann kann man das Kältemittel füllen, beziehungsweise teilweise ist es schon im Kühlsystem drin. Das sind alles diese SA-Verschrauben. Halten ist kein Thema. Was es auch gibt,
jetzt habe ich die falsche erwischt. Das sind dann Verschraubungen, hier wird das Rohr eingelötet, also zuerst Ding drauf, hier wird eingelötet und dann mit einer Dichtung und dann wird das hier drauf geschraubt, ist jetzt aber die falsche Dimension, habe ich mich vertan. Und dann muss man nicht börbeln. Zu meiner Ausbildungszeit hat man ganze Anlagen gebörbelt, also Kühlanlagen, da wurde nichts gelötet, da hat man alles mit solchen Verschraubungen gemacht. Und wenn man börbeln konnte, dann waren die auch dicht. Also das war überhaupt kein Thema, da haben wir einfach die Schrauben alle verschraubt. Sind heute wahrscheinlich noch dicht, aber das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her. Ich war in einer anderen Firma, da kam einer, dem wollten sie eine Lötanlage geben und der hat gesagt, ich schraube alles, Punkt. Braucht mehr Aufwand, aber ich habe kein Löten, ich habe kein Verziehen mit der Temperatur und so weiter. Das hat auch Vorteile. Ja, das sind diese Kupplungen, verschiedene Arten. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe einen Kühlaggregat von irgendwem und will daran einen neuen Verdampfer, schickt mir einen Verdampfer mit den Kupplungen. Ja, toll. Welche Kupplung? Es gibt noch mehr, nicht nur die, die ich jetzt hier vorgestellt habe. Ist die andere Kupplung dicht? Wurde Männchen und Weibchen richtig eingesetzt? War die Kupplung jetzt ein Weco Dometic Kühlaggregat? Die mit den On-Wang-Kupplungen, ja, war das System jetzt offen, ist da Feuchtigkeit eingedrungen? Da können wir nicht einfach einen Verdampfer machen und euch schicken. Das geht nicht. Also im Prinzip ist dann das ganze Aggregat kaufen oder das ganze Aggregat ausbauen. Wir können das hier zusammenbauen mit Kupplungen, füllen und so weiter, aber nicht, ja, schick mal einen Verdampfer. Geht nicht. Aber jeder Kühlschrank, der hier so mit externem Aggregat ist, können wir mit Kupplungen liefern. Wie man die Kupplungen montiert, mache ich euch ein Video hier. Und hier unten ein Video über einen Kühlschrank mit einer langen Leitung und mit Kupplungen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.